Ja, das ist so ein Gesicht, das macht der Christian immer kurz bevor es losgeht. Deswegen herzlich willkommen zu Episode 11 bei Dritte Liga Top-Thema. Christian, du bist mal wieder von zu Hause rausgeflogen. Wo bist du denn aktuell? Ja, ich muss immer Ausweichquartiere suchen. Ich bin im wunderschönen Saarbrücken. Ja, warum bin ich in Saarbrücken? Ich bin der Kommentator. Ich habe die große Ehre, das B-Win-Top-Spiel zwischen Saarbrücken und Viktoria Köln zu kommentieren. Freitagabend, Thomas Wagner moderiert, Rudi Bommer expertiert und Christian Straßburger versucht mal wieder zu kommentieren. Da reibe ich mir die Hände. Wir kommen jetzt schön richtig in diese Schlussphase rein in Liga 3. Das wird mega, mega cool. Und logischerweise am Montag so ein Riesenspiel wirft seine Schatten voraus. Der TSV 1860 München zu Hause gegen Dynamo Dresden. Für die Münchner Löwen steht viel auf dem Spiel. Die müssen eigentlich 3 Punkte holen. Das Ganze gibt es bei uns live, exklusiv und vor allem kostenfrei für alle. Gerne mal reingucken bei magentasport.de. Und deshalb haben wir uns 2 richtige Kracher eingeladen. Bitteschön. Jetzt ist es soweit bei uns. Dennis Erdmann und Philipp Hosener. Meine Güte, was für eine illustre Runde. Und wir treffen uns ja, weil am Montag, da geht es richtig zur Sache. 1860 gegen Dynamo Dresden, das sind Spiele, da, wirklich. Dafür trainiert man das Ganze, dafür macht man das Ganze. Und jetzt frage ich mal, wie ist denn die Temperatur bei euch? Beginnen wir mal mit Dennis. Wie sieht's aus? Also ich bin auf jeden Fall heiß. Wir sind heiß drauf. Wir wissen, dass es für uns wahrscheinlich noch die letzte Möglichkeit ist, nochmal oben ranzustoßen, um Dynamo zu schlagen. Und es ist natürlich klar, dass wir heiß sind, auch ohne Zuschauer. Wir wollen hier zu Hause gewinnen. Und ich bin gespannt, was Dynamo uns anbietet. Ja, bei Dennis merke ich schon, da ist schon ein bisschen das Beißholz zwischen den Zehen. So kennen wir dich, wunderbar. Philipp, wie ist es bei dir? Ja gut, wir hatten ja gestern noch das Spiel gegen Wiesbaden, was ziemlich intensiv war. Hatten auch jetzt gerade nochmal intensives Spielersatztraining, um quasi alle auf einen Fitnesslevel zu bekommen. Werden dann morgen regenerieren und uns dann, schätze ich mal, ab Samstag dann intensiv auf 60 vorbereiten. Und ja, deswegen ist bei uns eher noch Regenerationsmodus und dann Spannungsaufbau bis zum Wochenende. Aber Philipp, Spannungsaufbau bei dir, wenn du 1860 hörst. Ihr habt ja beide jeweils für den gegnerischen Verein gespielt. Du in der Jugend, in der U19 alles weggeschossen, in der zweiten Mannschaft alles weggeschossen. Aber bei den großen Löwen, da durftest du nicht mitbeißen. Ist da noch ein bisschen Hass in dir? Nee, überhaupt nicht. Ich habe dem Verein irrsinnig viel zu verdanken, habe dort 3 sehr tolle Jahre gehabt. Bin irrsinnig dankbar, dass ich die gute Ausbildung der Löwen genießen konnte. Die war damals schon überragend, damals sogar noch die beste deutschlandweit eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und ja, für das bin ich einfach irrsinnig dankbar, dass ich da dabei sein konnte. Und ja, da gibt es überhaupt keinen Hass, sondern eigentlich nur Dankbarkeit. Ja, und wenig Hass und sehr viel Liebe gibt es ja auch bei dir, Dennis, für Ostklubs, Rostock, Magdeburg, Dresden. Du bist der einzige Spieler, der das überhaupt geschafft hat. Und dabei kommst du ja eigentlich aus der Nähe von Köln. Wie ist denn deine Liebe da überhaupt entstanden für die Ostklubs? Gute Frage. Ich bin einmal rüber, habe mich sofort in den Osten verliebt damals, wo ich in Dresden war. Und es hat sich dann immer so ein bisschen ergeben. Also ich will die Zeit nicht missen. Ich habe immer ja gesagt, es ist besser für solche Traditionsvereine zu spielen, als für irgendwelche kleinen Dorfvereine in, keine Ahnung, zweiter, dritter Liga. Ich habe mir da viel geschaffen und bin natürlich auch stolz darauf, klar. Philipp, du hast natürlich eine schöne Rolle jetzt mit Dynamo Dresden auch eingenommen. Ihr brettert ja durch diese Liga durch, das ist ja nicht mehr normal. Also der Vorsprung ist groß, ihr seid Erster seit vielen, vielen Spieltagen. Könnt ihr euch nur noch selber schlagen in der Saison oder was muss jetzt noch passieren, dass es nicht klappt? Ja, also in dieser Liga kann man sich eigentlich, solange es rechnerisch dann irgendwann abgeschlossen ist, kann man sich eigentlich nicht sicher sein. Also man hat es voriges Jahr gesehen, ich habe es am eigenen Leib an einer anderen Stelle erfahren mit Chemnitz im Abstiegskampf, dass wir bis zum Corona-Stopp die beste Rückrundenmannschaft waren und dann am Ende nach der Corona-Pause dann noch abgestiegen sind am letzten Spieltag aufgrund der Tordifferenz. Genauso eng ist es oben zugegangen. Jetzt aktuell sieht es so aus, als ob 3 Mannschaften sich ein bisschen absetzen konnten. Es kann aber auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.
Es wird bis zum Ende spannend bleiben. Man kann einfach, ja, oder man darf einfach nicht nachlassen. Und ja, deswegen haben wir jetzt auch mit 60 und dann mit Rostock zwei Spiele vor der Brust, die weiter richtungsweisend sein werden. Und ja, da wollen wir gut durchkommen und ja, dann die Punkte sammeln, dass wir am Ende dann oben stehen. Du hast beide Fanlager echt hautnah erleben dürfen. Hast ja auch in der Drittligasaison mit Dynamo Dresden gespielt, jetzt beim TSV 1860 München. Kann man diese beiden Fanlager überhaupt vergleichen? Sie sind ja beide auf ihre eigene Art und Weise kultig. Ja, ich glaube, der Vergleich ist immer nur zum Positiven zu ziehen. Ne? Also egal, wo du spielst, da kommen 1000 Menschen mit. Egal ob Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, man spielt ja jetzt schon fast an allen Wochentagen oder jetzt mal mitten in der Woche, wenn es jetzt mal Lübeck gewesen wäre, da wären trotzdem tausende Menschen mitgekommen, trotz der Entfernung. Und ich glaube, das ist so die Parallele, die beide Vereine betreffen. Und klar, also ich meine, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren sind die Dynamo-Fans mit 25.000, 26.000 Mann zur Allianz Arena gefahren. Das sind natürlich so Sachen, die das Ganze nochmal ein bisschen spezieller machen auf der Dynamo-Seite. Und wie gesagt, ich bin natürlich stolz, dass ich beides erlebt habe und heute noch erleben darf. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch dazu, dass ein paar Zuschauer ins Stadion kommen. Dennis, ich weiß nicht, ob du die Karriere oder die Geschichte von Philipp Hosiner verfolgt hast. Da gab es ja auch mal den ein oder anderen gesundheitlichen Rückschlag. Wie findest du das, wenn du jemanden siehst, der da rauskommt, stark zurückkommt und sich einfach nicht unterkriegen lässt? Was macht das dann mit dir? Also ich bin natürlich FC-Fan und hatte das natürlich damals, ich weiß, du bist Gladbach-Fan, das willst du jetzt nicht hören, aber das habe ich natürlich damals verfolgt, als ich, glaube ich, beim Medizincheck war und es dann so ein Hin und Her gab, was da wäre und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, klar, also besser geht es gar nicht, ne? Für ihn selber, aber auch für andere Menschen, die wahrscheinlich auch irgendwann mal dasselbe Leid treffen, dass da es jemanden gibt, der es wieder geschafft hat, nach vorne zu blicken und wieder auf die Tanzfläche zu kommen. Und ich glaube, er zeigt es immer in jeder Saison, der trifft immer ohne Ende. Und ich glaube, was Besseres kannst du, gibt es gar nicht. Und dass man auch gesund ist am Ende des Tages. Ja, und was ich total klasse finde, Dynamo Dresden hat auch immer ein Herz für die Fans. Es gab neulich eine Aktion für die krebskranke Tina. Und Philipp, du hast ja auch den Krebs besiegt damals, diesen Nierentumor. Wie viel Empathie, wie viel mehr kannst du so einem Menschen eigentlich dann begegnen nach so einer Geschichte? Ja, klar. Man versucht eigentlich immer jeden Menschen, den man jetzt irgendwie im Umfeld hat oder auch mal bei Zuschauern, vor allem bei Kindern, immer ja, mit guten Worten oder einfach mit seiner eigenen Geschichte einfach Hoffnung zu machen. Das versuche ich immer wieder. Und ja, habe damals Tina persönlich kennengelernt. Ihr Vater hat mich damals bei Instagram angeschrieben, hat mir die Geschichte erzählt. Wir haben sie zu einem Spiel eingeladen. Man hat einfach gesehen, wie viel Kraft es einfach diesem Kind gibt in dieser schwierigen Zeit. Mittlerweile macht Tina ja schon zum dritten Mal die Chemotherapie und kommt da immer wieder raus. Sie schreibt mir selber auch immer, dass es ihr einfach der Kontakt mit mir auch irrsinnig viel Kraft gibt, viel Mut, viel Hoffnung. Und ja, das alleine, wenn man da einfach mit ein paar Zeilen bei Instagram den Menschen viel Mut geben kann, dann macht man das einfach gerne und ja, drückt dann einfach weiter in die Daumen und hofft, dass sie eigentlich dann auch ja, schon bald wieder bessere Zeiten dann vor sich hat. Du hattest kurze Zeit später sogar auch noch einen Lungenkollaps. Das heißt, da kam wirklich das ein oder andere auf dich zu. Wie bewertet man dann eigentlich für sich selber das Leben und den Fußball? Wie ist dann da die Gewichtung irgendwann? Ja, klar. Es gibt ja diesen Spruch, der, wenn man oder irgendwie, wenn man krank ist, ist das einzige Ziel, einfach nur gesund zu werden. Mhm. Und wenn man dann aber gesund ist und wieder am Platz steht, dann hat man halt auch wieder sportliche Ziele. Also ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ins Training gehe und sage, ich will einfach nur gesund bleiben und der Rest ist mir egal. Also man entwickelt dann schon wieder, wenn man gesund ist, wieder einfach diesen sportlichen Ehrgeiz. Man ärgert sich über Spiele, über Niederlagen im Training, wenn man im Training einen Ball vorbeischießt auch. Aber was ich halt seither gemerkt habe, ist, dass man nach Niederlagen oder nach schlechten Phasen einfach
sich viel schneller wieder aus einem Loch herausziehen kann, weil man einfach dann wieder ja, das Leben oder einfach die Gesundheit in den Vordergrund stellt und weiß, okay, was mache ich mir denn eigentlich jetzt Gedanken darüber, dass wir jetzt ein Spiel verloren haben? Ich bin gesund, ich war mal schwer krank, bin jetzt wieder gesund und der Rest ist eigentlich egal. Also das ist das, was ich eigentlich dann für mich auch vielleicht so mental ein bisschen als mentalen Trick gefunden habe, auch um mich da quasi aus schlechten Phasen da schneller wieder rauszuziehen. Wenn wir gerade schon bei mentalen Tricks sind, Dennis, du musst dich auch wieder ein bisschen aufrichten, hattest diese rote Karte gegen Duisburg, hast dann auch den Jungs gesagt, das geht auf mich, das ist in Ordnung. Wie hast du dich da rausgezogen und was konntest du deinen Mannschaftskollegen geben, damit sie sagen, komm, Schwamm drüber, weiter geht's? Also, dass ich das Spiel verloren habe in Duisburg, das steht ja außer Frage. Denn so selbstkritisch bin ich ja auch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich 3 Tage hintereinander in die Isar stürzen wollte, sondern das ist halt einfach das Geschäft im Fußball vom Hero to Zero. Und ich habe mich bei den Jungs entschuldigt. Ich meine, das gehört, glaube ich, auch dazu, wenn man in so einer großen Gruppe ist wie wir, dass wir sind mit Staff sind wir 35, vielleicht 40 Mann und dass du dann jedem Einzelnen was weggenommen hast an dem Tag, das war mir natürlich bewusst, aber es ist auch nicht so, dass ich, wenn ich mal ein Tor mache, wie gegen Unterhaching und wir gewinnen, dass ich dann auf den Königsstuhl da eingeritten komme, sondern es lebt sich einfach weiter, ne? Also ist jetzt klar, positiv, negativ, aber nach Regen kommt immer die Sonne und von daher geht's weiter. Wunderschöner Spruch, wie ich finde, weil er so wahr ist. Du hast das gerade schon mal angesprochen, bei Instagram hast du geschrieben, so selbstbewusst ich bin, so selbstkritisch bin ich. Wenn man dich googelt, dann sieht man einfach perfekt, wie das in Deutschland manchmal funktioniert, wie man einen Mensch in eine Schublade steckt. Da ist er dann auch, da bleibt er dann auch drin. Ist das etwas, womit du dich schwer tust? Weil du machst ja eigentlich nichts anderes, als einen geraden Rücken zu haben. Und das ist doch eigentlich eine fantastische Eigenschaft, Charaktereigenschaft. Also ich sag mal so, wenn mich Leute in eine Schublade stecken und ich habe dann, es ist ja sowieso teilweise so, dass Leute nicht jetzt mit mir reden, sondern das ist, funktioniert ja heutzutage alles über Dritte, über ob Social Media es ist oder von Hörensagen. Wenn jetzt einer mit mir persönlich reden würde, dann würde ich es ja relativ einfach schaffen, aus der Schublade rauszukommen. Ne? Dann kann ich mit dem reden, wie auch immer. Aber wenn niemand mit mir redet und mich in eine Schublade steckt, dann möchte ich auch gerne da bleiben. Also es ist jetzt, seht ihr mich wieder? Hallo? Ja, ja. Jetzt bist du wieder. Ich war weg gewesen, sorry. es ist jetzt nicht so, dass ich alles in der Welt, keine Ahnung, mich immer hinstellen will und sagen, ja, das ist gar nicht so, ich bin ja gar nicht so und so weiter und so fort, sondern die Leute, die mich kennen und das ist halt mein Inner Circle, die wissen, wie ich bin und der Rest weiß halt nicht, wie ich bin. Und ich gehe immer gerade durchs Leben. Ich sage, was ich denke. Das hat meine Mutter mir so beigebracht. Auch wenn es von rechts und links dann heutzutage ja noch mehr immer einen auf die Ohren gibt. Aber am Ende des Tages kann ich immer gut einschlafen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als wenn du dann abends im Bett liegst und sagst, ach, hätte ich mal lieber das oder dies getan. Sondern einfach sagen, was man denkt, auch wenn es kritisch ist. Ich meine, ich komme nicht dafür ins Gefängnis in Deutschland. Da habe ich ja schon mal ein bisschen Glück. Das Einzige, was passieren könnte, dass ich halt irgendwie, dass mir einer über den Mund fährt. So. Aber ist bisher auch noch nicht so wirklich passiert. Ich bin ein kommunikativer Typ, viele können mit mir reden, wenn was ist. Also von daher, alles cool. Ich würde dir auch nicht über den Mund fahren, weil ich Angst habe. Ja, als Gladbach-Fan würde ich auch Angst haben, einem Kölner über den Mund zu fahren. Aber nee, also ich, das ist ja auch wirklich auch das, was die Leute heutzutage sagen. Ja, man kann nicht mit mir reden, weil die haben Angst vor mir. Ja, aber ich habe weder einen umgebracht, noch saß ich mal im Knast. Also von daher kann man mit mir gerne reden. Ich habe auch immer gute Argumente auf Lager und von daher, ja. Wie schwer ist es denn wirklich für einen Fußballprofi, gerade zu bleiben, das zu sagen, was er denkt? Bist du da auch mal in Schwierigkeiten gekommen? Also eigentlich nicht. Ich habe auch eigentlich immer diese Typen, so wie es Dennis ist, viel lieber wie einer, der sich komplett verstellt und einfach nur nach Schema F alles runter spricht, so wie es sich gehört oder vermeintlich gehört. Und ja, aber ich denke, mittlerweile auch vor allem innerhalb der Mannschaft werden diese Typen sowieso immer mehr gefragt wieder, die vielleicht eine Zeit lang ausgestorben waren,
ausgestorben gewesen sind. Vor allem nach Niederlagen muss man einfach auch Klartext sprechen, nicht nur der Trainer, sondern auch als Mannschaft. Wir hatten ja auch bei Dynamo schon Zeiten, vor allem zu Saisonbeginn, wo es nicht so gelaufen ist, wo wir uns als Mannschaft zusammen hingesetzt haben. Jeder hat mal gesprochen, hat gesagt, oder seine Sicht der Dinge einfach beschrieben, was ihm fehlt oder was ihm gefällt. Und ja, da braucht man dann einfach auch Männer, die Eier in der Hose haben und einfach Klartext sprechen. Und ich denke, dass Dennis schon immer so einer gewesen ist und ich eigentlich auch immer meine Meinung gesagt habe, vielleicht manchmal auch öffentlich jetzt oder dann in Interviews dann mich eher dann zurückhalte, weil ich da einfach nicht nochmal ein Fass aufmachen will. Da hat, denke ich, Dennis noch den einen oder anderen Spruch mehr auf Lager wie ich. Aber ja, mannschaftsintern wird auch, denke ich, auch von mir noch kein Blatt vor den Mund genommen. Der Dennis hat ja vorhin schon erzählt, dass er großer FC-Fan ist. Hast du seinen Traum gelebt. Du hast für den ersten FC Köln gespielt. Dennis, du hast gesagt, du würdest für den FC sogar umsonst spielen. Philipp wurde natürlich zu Recht fürstlich entlohnt. Hast du denn einen Tipp für Dennis? Vielleicht, damit er auch irgendwann mal mit dem Geißbock auflaufen kann. Ja, ich weiß nicht. Ein paar Spieler noch gewinnen, dann jetzt nächstes Mal oder vielleicht dann irgendwann auch mal mit 60 aufsteigen. Und ja, man kann einfach niemals nie sagen im Fußball, also Köln ist jetzt auch nicht so, dass die für immer jetzt erste Liga spielen, also vielleicht kreuzen sich da die Wege nochmal, also den Traum auf jeden Fall noch nicht aufgeben. Dennis, wäre das was für dich? Dein Vertrag läuft ja aus jetzt im Sommer. Zum FC? Ja, klar. Also ich weiß es nicht, ob ich dem mir das jetzt wirklich gesagt antun würde. Ich glaube, den Spruch habe ich auch vor 3 oder 4 Jahren mal gebracht. Da war es ja wirklich noch so gewesen, aber meine Priorität hat sich jetzt eher so verlagert, dass ich schon Lust auf, ja, auch als Fußballer auf Ausland habe. Und von daher, ja, bin ich natürlich gespannt, was passiert. Mein Vertrag läuft aus. Gut, der FC, hoffentlich mal, dass er in der Bundesliga bleibt, dass sie mich nicht anrufen. Da bin ich dann schon mal dankbar, wenn der FC in der Bundesliga bleibt. Und einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber das heißt, ob der FC wird, weiß ich nicht. Ich höre daraus, Dennis, für dich könnte sich ein neues Abenteuer ergeben in der nächsten Saison. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin relativ offen. Ich weiß noch nicht, was passiert, wie 60 plant. Und von daher, als Fußballer sollte man immer Augen und Ohren offen haben. Ab und an auch den Mund, wie wir gerade eben gelernt haben. Und deswegen, ja, einfach mal schauen, was kommt. Bin so offen. Ja. So, Klich, jetzt habe ich wirklich das allerletzte Thema. Jetzt ist wirklich, danach ist Schluss. Ich verspreche es dir. Denn wenn wir schon darüber sprechen, dass vielleicht jetzt nochmal vielleicht ein Abenteuer. Du hast vor 2 Jahren gesagt, dass du in 5 Jahren aufhörst, Dennis. Also in 3 Jahren sozusagen. Ja, oder mehr oder weniger dann in die Politik gehst. Eine eigene Partei gründen. Wie sieht es denn aus? Ich wollte gerade sagen, wo googelst du denn alles nach? Also in 5 Jahren bin ich 35, da habe ich lange noch, ich habe noch echt viel Gas im Tank. Also ich habe echt noch Bock, auch ein paar Leute zu ärgern auf dem Platz. Also da ist noch lange bei mir die Fahnenstange nicht erreicht. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, Politik oder Auswandern. Von daher muss man jetzt abwiegen, was passiert. Ich schaue natürlich auch in unserem Land immer genau hin, was die klugen Köpfe da machen, wie viele Masken sie verkaufen und so weiter und so fort, die Politiker. Und das sind natürlich auch alles so schöne Nebengeschäfte, die man dann aufmachen könnte. Aber mal schauen, was passiert. Ah, der Kritiker. Philipp, könntest du ihn dir vorstellen? Kanzler Erdmann. Ja, bestimmt. Also das Mundwerk dazu hat er ja. Durchsetzungsfähig ist er. Ein paar Masken verkaufen, da sehe ich ihn schon drin, ja. Wenn wir schon dabei sind bei Karriereplänen, Philipp, du hast ja noch Vertrag. Mit Dresden geht es vielleicht hoch in die 2. Fußball-Bundesliga. Wäre das für dich persönlich nochmal das absolute Karriere-Highlight oder würde man da der Vergangenheit Unrecht tun? Ja, also das war ja mein Ziel, als ich hierher gekommen bin nach Dresden. Ich habe hier einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben mit dem Ziel, auch nochmal in der 2. Liga zu spielen.
Und klar, weil das nochmal für mich ein Highlight jetzt, nach einem Jahr, voriges Jahr mit Chemnitz abgestiegen, davor bei Sturm Graz ein Jahr, wo es auch nicht so gut gelaufen ist. Und ja, deswegen wäre das für mich nochmal schon so, jetzt nicht zum Karriereabschluss, aber schon eher wahrscheinlich zum Karriereende im Hindern. Also ich habe auch noch relativ viel Kraft im Tank, um noch das ein oder andere Jahr zu spielen. Bin abgesehen von den zwei unglücklichen Krankheiten eigentlich von Verletzungen verschont geblieben. Und ja, deswegen werde ich so lange im Profifußball spielen, solange mir Vereine brauchen oder ja, Vereine auf mich setzen. Und ja, solange ich da Spaß dran habe, werde ich auch der Kugel hinterherjagen. Und jetzt könnt ihr euch eigentlich noch zwei verabreden, dass ihr nach dem Spiel dann auch die Trikots tauscht, oder? Macht man das nicht vorher? Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Denn es fehlt dir nicht noch ein Hosina-Trikot irgendwie zu Hause. Ja, aber als FC-Form. Also da müsst ihr mir wenn ein FC-Trikot mitbringen. Ja, wenn er mich zweimal durchlaufen lässt, dann bringe ich ihm ein FC-Trikot mit. Ja. Wunderbares Schlusswort. Wir freuen uns extrem auf den Montag. Ich glaube, Christian ist mittlerweile eingefroren, macht aber gar nichts. Er hat öfter mal technische Probleme. Ich sage vielen Dank, Männer, dass ihr euch Zeit genommen habt und freue mich mega auf den Montagabend mit euch. Bis dann. Gerne, bis dann. Ciao, danke. Ciao. Jede Woche aufs Neue ist bei dir was los mit der Technik. Ich weiß es nicht. Ich bin in einem wunderbaren Hotel. Die Internetleitung ist herausragend. Es ist alles technisch vorbereitet und zwar vom allerfeinsten Niveau. Und dann friere ich einfach ein. Da muss ich sagen, nicht mit mir. Ja, eben. Also ab sofort hat das Konsequenzen. Die Telekom so hat mich angerufen, hat gesagt, wenn du noch einmal irgendwas verkackst, dann sitzt ja ab nächster Woche aber der Bandermann. Ja. Da ist der Druck natürlich groß. Klichy. Ja, der Druck ist groß. Viel Spaß beim Spiel. Ich bin wieder sehr begeistert von unseren beiden Gästen und freue mich ohne Ende auf dieses Highlight hier bei uns bei Magenta Sport. Es ist alles gesagt. Tschüss zusammen. Habe die Ehre.